Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. So, das musste jetzt endlich mal sein. Hier von Rewe, beste Wahl, die Soft Cookies. Heute in der Sorte Triple Chocolate im Test. Mit 10% weißer Schokolade, mit 10% Zartbitterschokolade und mit 10% Vollmilchschokolade. Insgesamt 30%, ja, da muss ich nochmal drauf gucken wegen meinen Mathekenntnissen. Insgesamt 30% Schokoladenanteil. Und es soll ein richtig schön softer Keks sein. Gibt es insgesamt in 3 Sorten, gibt es auch schon länger. Das Verpackungsdesign ist, glaube ich, neu, denn in dieser Form habe ich sie noch nie gesehen. Und es gibt noch 3 andere Sorten. Die eine war, glaube ich, mit weißer Schokolade und Cranberries und noch so Lemon Style. Werde ich auch auf jeden Fall noch für euch probieren. Aber ich dachte, erstmal muss es Schokolade sein. Ich bin aber im Herzen gefolgt. 220 Gramm für 1,79 Euro gerade aus dem Rewe mitgenommen. Und sorry, da ist es 210 Gramm sind es, Herr Guru. Schön Nutri-Score E, so muss es sein. Ist eine Süßigkeit, da erwarte ich jetzt auch keine Wunder. Das ist eine geile Süßigkeit, Kompromisslosigkeit. Wenn man sie schon gönnt, dann soll es doch auch geil schmecken, oder? Esse ich halt was Gesundes zum Mittag, esse eine Banane und Co. Und dann passt das auch. Ich habe gerade Heuschnupfen, war ein bisschen erkältet. Man hört es noch so ein bisschen, ne? Aber Leute, ich bin auf dem Weg der Besserung. Und so sieht der Keks hier aus. Und gucken wir mal, wie... ihr könnt ja sehen, ne? Wie schön weich der ist. Natürlich gibt es hier auch eine Großaufnahme, bevor ich hier alles zubrösel. Und ich kann es euch auch schon mal sagen, die riechen sowas von lecker. Schaut euch die mal an mit diesen dicken Schokoladenstückchen. Wow. Hammer. Und dann noch in weißer Zartbitter- und Vollmilchschokolade. Muss probiert werden. Und jetzt wird auch direkt probiert. Ach, geil. Und wirklich ganz weich, aber anders weich als wie zum Beispiel diese Subway-Kekse. Die sind ja auch, glaube ich, eher soft-baked von Subway. Die sind einfach nur weich hier. Ist ganz nice, aber nicht so geil wie von Subway oder von diesen, da gibt es auch so Soft Baked Cookies von der Pepperidge Farm, heißen die, glaube ich, sind so ein bisschen größer, die Kekse. Da fehlt so dieser, ja, es fehlt mir ein bisschen was, muss ich sagen. Die Schokoladenanteile sind schon geil. Aber ich nenne es mal den Subway-Effekt beim Teig. Das fehlt mir. Das ist irgendwie geiler. Vielleicht liegt es daran, dass der Teig ist ja vielleicht ein bisschen salziger bei Subway, noch irgendwas anderes drin. Es schmeckt mir besser. Der Keks hier ist in Ordnung. Ist ein weicher Keks mit 3 verschiedenen Schokoladen. Anteilen kickt aber nicht ganz so geil wie erwartet. Vielleicht ist es ja bei diesen anderen Keksen intensiver. Vielleicht liegt es hier im dunklen Teig. Auf einer Skala von 1 bis 10. Also. Vermutlich gibt es einen Unterschied zwischen Soft und Soft-Baked, den ich gerade beschrieben habe. Deswegen will ich jetzt nicht ganz so hart in der Bewertung sein und denen hier 6 Punkte geben. Fair, finde ich, wären da 7 Punkte. Sind ja wirklich noch lecker. Und das mit der Schoki ist echt gut gelungen. Wie gesagt, ja,
es ist zart bitter und es ist auch noch hochwertige Schokolade. Auf einer Skala von 1 bis 10, ich versuche es hier gerade wieder reinzufummeln, kriege ich aber bestimmt gleich hin, gebe ich den Keksen jetzt 7 Punkte. Ich werde auch mal die anderen Sorten probieren, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi!